Damage, komm. Sehr schön. Ah, das ist wieder so ein Charakter, der auf Bewegungsgeschwindigkeit setzen könnte. Sehr schön. Poison Arrow. Also 3 Base Damage, also 3,5 und jetzt 4,9. Sehr schön. Das ist schon viel stärker. Dann testen wir das mal aus. Oh, richtig geil. Okay, mal schauen, wie das dann so wird. Ich verfluche sie die ganze Zeit. Oh, gegen Bossen wird das herrlich sein. Okay. So. Man kann sogar daneben schießen. So. Und wir haben das. Ballistic Mastery. 20 Projektil Speed. 15 Projektil Damage. 20 Dex. Sehr schön. So. Haben wir neue Sachen. Können wir noch eine Flaske hin tun. Und sonst... lieber die nehmen. Nö. Schauen wir nochmals. Nö. Wir haben wirklich keine Quality Gems für Poison Arrow. Schade. Nur weiter gehen. Bisschen Speedrun-artig. So, und war halt wieder ein Level. Ja, toll. So, jetzt müssen wir nach oben. Genau. So, hier entlang. Hier nach oben. Aha. Und alles töten, was uns in den Weg steht. Easy. Ja, bis wir Punktur haben, dann können wir auch Bosse ein bisschen besser legen. So, okay. Ein bisschen besser geeignet für einen Bogen. Ding ist die Ledge. Was Ledge heißt, weiß ich jetzt auch noch nicht. Länge oder so. Keine Ahnung.
Nein, nicht Länge. Klippe oder so. Naja, kann Klippe kann es auch nicht sein. Weiß es auch nicht, was Ledge ist. Irgendwas. Pim, 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 pim. Maschinengewehr. Bäh. Die Pfeile sieht man fast nicht mehr so schnell. Habe ich jetzt eine Pfeilgeschwindigkeit. Jetzt mache ich wieder Poison Arrow. Tang. Nicht schlecht. Ich hoffe, ich habe irgendwo ein Increased House Damage Gem. Dann berichten wir für dort rein. Ah, oh, hier sind noch Champions. Weg damit. Besock. Bisschen Nadelkissen spielen. Peng. Also die Gegner sollten Nagelkissen spielen, nicht ich selber. Pam, pam. Oh, ich liebe es schon, wenn wir livestreamen können. Kann ich euch auch zeigen, wie ich nebenbei irgendwie noch ein bisschen spiele. Ich spiele immer auch selber interessant, also für mich ist es wichtig, dass es mir und euch gut geht beim Game. Und nicht Langeweile aufkommt. Aber das ist jeder anders. Also ich verspüre fast keine Langeweile. Aber da gibt es Leute, denen wird alles schon extrem schnell langweilig. Und die neigen natürlich auch zur Depression. Ich weiß nicht, ob das schon Depression ist, aber... Ja, da muss ich natürlich mich so gut wie möglich anstellen. Merke es wahrscheinlich nicht unbedingt. Wenn ich mal langweilig bin, also sagt es, wenn es für euch zu langweilig ist. Poison Arrow. So. Und der Poison Arrow Game ist auch bald wieder höher. Sehr schön. Der Quiver ist noch recht geil. Sieht cool aus. Die Monster gehen immer weg natürlich, wenn sie nicht hochkommen. Aber wir haben eine riesen Reichweite. Jetzt haben wir 5,5 und jetzt 7,8. Ui, ist das stark. Richtiger. So. Peng, 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 peng. Das ist eine Schrotflinte. Wo ist das Swepe? Da. Sehr schön. Und Peng. Level up. Aua, das sind allzu viele gewesen, muss ich aufpassen. Überall Gift. Ist
wieso machst du so viel Damage? Weil wir noch keine Defensive haben. Wir haben nur Angriff. Ja, das ist einer der stärkeren Gegner. Für manche Bates ist er richtig schwer. Aber wir haben ihn überlebt. Und sind in einer Falle getappt. Mit ganz vielen Skeletten. So. Der Bogen leuchtet so. So, eines meiner Lieblingslevels. Ich mag irgendwie die Mauern hier. There's no justice in a place like this. Only misery. Ja, er betreibt es doch noch kurz. Ah, eben diese mega Mengen Gegner. Für natürlich für die einzelnen Ziele Charakter nicht so nett. Ach, deshalb, weil da ein Champion Totenbeschwörer ist. Puh. Ah, die können so nerven. So gigantisch nerven können die. Wenn man die Totenbeschwörer nicht erreichen kann, dann haben wir eigentlich eine unendliche Angriff-Ding von, also sehr viele Gegner immer wieder, ohne dass man irgendwas machen kann. Weg da. Ah. Bang. Volltreffer. Hier sehen wir in der linken Ecke noch eine Aura, die ist vom Sondergegner hier. Den besiegen wir mal kurz. Der müsste eigentlich relativ leicht sein mit Poison Arrow. Da ist er schon. Aber nicht einfrieren lassen. Ja, ja. So. Gut, aber das sind viele Champions hier. So. Oh, noch mehr Champions. Da oben ist noch ein Rare. Ein seltener Gegner. Ah, ist Poison Arrow stark geworden. Vom direkten Treffer, sehr stark. So. Wir gehen hier runter, hier ist wahrscheinlich der Waypoint. Ja. Das erkenne ich an der Architektur. Der bestimmten Räume. Rewards gibt's keine wahrscheinlich. Ne, nur eine neue Quest. Und hier hat's wahrscheinlich auch nichts besonders Gutes. Hier hat's sonst noch Baracke. Nehmen wir mit. Noch eine Baracke. Da hat's Punktur. Nehmen wir halt Punktur mit. Pointed Blank brauchen wir nicht. Sonst, nö. So. Also haben wir neue Items, ja. Sehr schön, eine neue Rüstung.
könnten wir gebrauchen. Teleport Game auch. Sonst. Ja, das ist der Level 1er. Hier hat es nämlich keinen. Nicht hier, hier. Lightning Arrow hätten wir sonst hier noch, aber das brauchen wir nicht. Arctic Armor kostet zu viel Mana. Ne, ist sonst nichts mehr. ZF. Der hat die Sense in der Hand. Aha. So, gut. Benutzen wir mal ein bisschen. Ding. Punktur. Nervensäge, hä? So, noch ein bisschen Gift Arrow. Cone Helmet. Bisschen nerven. Schade, dass die keine Dinge haben, kein Verstand, nichts. Sonst wären die richtig genervt. So, bald haben wir es. Bald haben wir mehr Poison Damage. Nee, hier ist eine Sackgasse. Das sieht man an der Raumarchitektur. Hier schon ein bisschen besser. Man könnte einfach mal ein paar Pfeile reinschmeißen und dann, wenn eigentlich die gegnerischen Projektile kommen, abhauen und sie dann dem Teufel überlassen. Dem Poison Damage. Hierüber lieber nicht. Müssen wir doch hier auch. Ja, weg da mit dem Eiszauber da. Oh je. Hier entlang. Ah, hier ist die Sägebohne. Die Sägebohne. Die Sägeknochen. So. Stirb. Ich wollte, dass er von der Giftwolke getötet wird. So. Dann habe ich hier noch oben. Punkture hier hin. Poison Arrow hier hin. Ja, Stau an der A30 zwischen Gefängnis Stockwerk 2 und dem oberen Gefängnis.
Gift Damage und genau, Energie-Schild Gegner sind jetzt wirklich schwach gegen das. Endlich mal keine nervigen Energy-Schild Gegner mehr. Ah, weil das Rüst Energy-Schild durchdringt. Die haben keine Chance mehr. Nerv nicht dorthin. Er haut ab. Oh nein, ist toll. Du auch nicht dort hinten. Sehr schön. Geht schnell. Ach, wenn es nicht gerade der stärkste Charakterbild ist, ist das schon richtig OP. Aber er ist natürlich leicht zu spielen, wenn ihr genug Mana habt. Aber hier habt ihr Mana, dort oben habt ihr Mana und dann habt ihr ja sicher noch die Ringe gesehen mit Mana Leech after kill. Sehr praktisch. Jetzt machen wir 8 Chaos Damage pro Sekunde. Sehr schön. Falscher Knopf gedrückt. Und die redet natürlich eben noch. Aber sie muss jetzt natürlich aufhören und abhören. So. Noch ein Punktur. So. 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 Nein. Ich will nicht, dass du mich holst. Blöder Henker. Brutus, der Kack-Henker. So, mit Punktur. Oh, der killt mich ja fast noch. Shit, wie der gespammt hat am Schluss. Aber ich bin der Stärkere. Ich bin der Stärkere. So, da mache ich hier mal Päuschen. Vielleicht geht es wahrscheinlich direkt dann weiter und oder sonst im nächsten Video und ja. Viel Spaß noch mit den anderen Videos, wenn ihr sie Bock habt zu schauen. Okay, wir nehmen hier noch irgendwas. Wollen wir eine Hearted Aura nehmen? Oder eine Wrath Aura? Hearted Aura, oder? Naja. Und nehmen dafür hier noch die Handschuhe, die blauen. Da. So, der Hut könnten wir noch nehmen. Wir brauchen nicht mehr so viel Poison Damage, lieber ein bisschen Ice Damage und ein bisschen mehr Evasion Rating. Man kann nicht geschockt werden, sehr schön. Und sonst, ja, nur Schrott. So, 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 so. Der Rest. Hier hin tun. Ja toll, alles ist voll. Weg. Weg. Und weg. So, jetzt. Gut. Was haben wir sonst noch, was wir gebrauchen könnten?
Man könnte natürlich Poison Arrow noch mit Ding verbinden. Poison Arrow added Cold Damage. So. Und sonst, naja. Müssen wir schauen. Jetzt haben wir hier. Poison Arrow. 8 immer noch. Und dafür chillt erst die Gruppe ein. Also die Gegner ein. Und ja. Haltet halt noch mehr. Jo, okay. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss und wir sehen uns wie ein Pirat. Arr. 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 Tschüss.